bisher bei Resident Evil Revelations. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Wie ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltrum. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hang. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Resident Evil Revelations. Für euch am Controller ist der FlexiK und wir machen hier direkt weiter mit Episode 8. Alles oder nichts. Ich denke, wir entscheiden uns für alles. Eine sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wär's, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. Parker! Ja, Zeit zu verschwinden. Ja. Also nett wäre jetzt ein bisschen Munition nach der Eskapade vom vorigen Teil. Also an alle, die sie gesehen haben, ich bin dreimal gestorben, zweimal in eine Kettensäge gelaufen. Wir haben Rachel nochmal mit dem Raketenwerfer. Du Scheiße. Wir saufen ab. Ja, wir haben Rachel mit dem Raketenwerfer nochmal begrüßt und... hat alles Spaß gemacht. Und es sieht so aus, als wenn wir uns wirklich dem Finale nähern. Das hätte ich ja so nicht erwartet. Vor allen Dingen, weil ich hier so viel Zeug habe liegen lassen. So, kommen wir hoch. Alles okay? Ich glaub schon. Los, weiter! Verschlossen. Gehen wir hier wieder hoch? So aus. Wir müssen schnell sein. Die Zeit ist knapp. Ja, da ist das Super-Kit von vorhin. Das Wasser. Es steigt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hier raus. Keine Reaktion. Aber bin ich hier gerade wirklich auf Zeit getrimmt? Nee, ne? Ist alles ganz easy. Kann man nochmal in der Waffenkiste gucken. Stoppen 2 haben wir erhalten. Und Schaden 3. Stoppen 2. Und dafür haben wir unseren Raketenwerfer verballert. Das finde ich ja jetzt auch nicht schön. Schuss mal Maschinengewehr haben. Das ist doch kacke. So, aber Stopp 2. 500%. Okay. Ich nehme alles zurück, weil hier Stopp 1 ist ja dagegen voll für den Arsch.
Ich habe sicherlich Haufen Waffen verpennt. Feuerstoß haben wir festgestellt, ist doof. So, kommen hier noch Feuerwarte. Oh, geht nicht. Gut, denn nehmen wir die Blüter noch mit. Nee, wir gehen weiter. Wir hoffen, dass wir. Fahrstuhl geht nicht. Muss man doch da unten lang. Hier gibt's noch. Für mehr. Aber das sieht das so aus, als wenn ich da doch da rum muss. Aber hier war doch eben schon mit nichts passiert und so. Keine Reaktion. Das ist ja doof. Aber warum ist denn das hier, muss ich da unten lang drauf? Noch nicht lang da, genau. Gibt's noch irgendwas? Ja. Aber da muss man lang. Kann ich unter Wasser schießen? Nee, kann ich nicht. Was gibt's hier? So, Muni. Muni nehmen wir immer mit. So. Runter oder hoch? Muss mal hoch Luft hin. Wahrscheinlich sowieso runter. Die Harmonie. Und eine Tür. Schluss. Da ich speichert. Ich will auch nochmal zurück. Ich will nochmal zurück, Leute. Da oben muss da noch irgendwas hin. Lass mich mal die Treppe hoch. Wo waren wir da? Dreizackschlüssel. Hier ist es los. Schwimmen wir durch den Kielraum und suchen einen Weg. Aber wenn sie das Schiff jetzt eh verlassen, ja? Hätte man es denn auch nicht absaufen lassen können? Das verstehe ich nicht. Chris, Vermilion, Parker, chill, hört gut zu. Das Schiff ist verloren. Aber der Virus darf auf keinen Fall ins Meer gelangen. Jessica und ich sind auf dem Weg zu Queen Zenobia. Wir melden uns bald. Bleibt am Leben. Chris, Ende. Wie soll ich denn das hier machen? Muss schon hin? Würde ich doch hier gleich ab. Vor allen Dingen, der Virus darf nicht ins Meer gelangen. Ja. Habt ihr eine Macke? So kommt man an die Dinger ran. Hier war ich schon mal, hier war ich schon mal. Die würde ich immer haben. Kriege ich ja so viele Kugeln und kann sie alle nicht benutzen. Luft. Super. Ich weiß gerade nur noch nicht so wirklich, wo ich jetzt hier hin soll. Hier waren wir schon mal. Na Mensch, 56 Schuss.
Ah. Da geht's doch nicht weiter. Zurück! Umdrehen! Hier ist auch der Ausgang. So, das ist Mario mal an. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen die Orientierung verloren. Customization Kit, sehr schön. Können wir nochmal kurz rüsten. Bevor man hier so ein Vieh ans Bein pisst. Aua! Geh weg, ich sterbe. So, cool. Schönes Messer rein hier rammt, ach je. Du bist mir schon eine. Noch mehr Muni. Na, jetzt überhäufen sie mich ein bisschen. So, da geht's nicht weiter, müssen wir hier durch. Machen wir. Wenn das so gewünscht ist, machen wir das. Hier nochmal eine Waffenkiste ran, geht nicht. So, klar, dass das hier alles so bestimmt ist und die da erstmal quer durchschwimmen. Extra alles runtergelassen, alles Wasser abgelassen und dann kommt mir ein mit so was. So, noch mehr Fischis. Aber wir schwimmen nach oben. In Ruhe. Hier raus oder den anderen Weg? Den anderen Weg, ne? Da ist noch ein Vault. Kurz mal die Karte gescheckt. Da unten wäre noch ein Chipkartengang, aber das ist ja Wumpe. Ne, wir müssen in die andere Richtung. Ja. Kommt da sicherlich nochmal Rachel an oder so, ne? Pistolenmuni, Mensch. Und noch mehr Wasser. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Wie will man denn verhindern, dass die hier alle rausschwimmen? Hätte man es doch lieber abschießen lassen und die werden einfach vom Bord gegangen. Das wäre noch viel einfacher gewesen. Ja. So. Den Ort kennen wir. Wir haben keine weiteren Magnumkugeln bekommen, aber Schaden 4 schon wieder. Geil. Feuerrate 3. Aber wir haben Schaden 4. Nicht überall drin. Gut, die können wir wieder rausnehmen. Und tauschen die gegen die gute. Und hier machen wir Schaden 4 rein. Das Feuerstoß 3 und 4, das ist irgendwie. Sie fehlt mir nicht so. Kann ich irgendwie nichts mehr machen. Nein. Hörst du? Da!
Schaltrohr. Hättest beinahe die Party verpasst. Okay. Das ging schnell. Aber ein schöner Cliffhanger. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ich wette, ihr seid genauso gespannt wie ich, was da noch alles kommt. Also, bis dann.